Hey ho, meine Lieben, willkommen zurück in der kleinen Cocktail-Ecke. Tja, je später der Abend, desto gewagter die Kompositionen. Wie sagt man da? Also die Kompostsituation, ihr wisst, was ich meine. Kombination. Nee, das Problem habe ich mit der Aussprache schon mal gehabt. Kompostition. Oh, verdammt. Komposition, nee. Komponieren. Die Komposition. Was? Komposition, aber das hat das nichts mit Leiden zu tun, ne? Ja, Komposition. Ja, desto besser sind die Kombinationen. Tja, und jetzt mache ich einen Malibu Pineapple Junkie Spezial. Ja, könnte man so sagen. Also ein Malibu Ananas. Und kleine Vorlage habe ich gehabt, aber nur kurz drauf geguckt und dann ratter, ratter, ratter. Und gehen wir rüber an meine kleine, aber feine Küchenbar und legen wir mal los. So, Leute, ich habe hier meinen Ananassaft und Pineapple. Tja, dann an Malibu. Dann habe ich hier wieder diese cremige Kokosmilchdose. Also ich bin mir mittlerweile nicht so ganz sicher, ob das so für die Drinks geeignet ist. Ich habe das jetzt noch mit einem Löffel Zucker nachgesüßt. Schmeckt gleich tausendmal besser. Ausprobieren. Ich werde mir auf alle Fälle noch richtig Cream of Coconut organisieren. Dann natürlich meine zwei Gläser Crushed Ice. Ananas werden wir gleich brauchen und mein Küchenmoped von Gefu. Tja, und was machen wir hier jetzt? Schmeiße hier zwei Ananasscheiben rein. Den Coconut Cream. Und von wegen Abseiern oder ähnliches, ich will natürlich ordentlich das Fruchtfleisch hier mit drin haben. So, einen Moment, weil dieses Mal gehen wir mit Messbecher vor und wir machen 50 Milliliter.
wisst ihr was? Der Malibu reicht noch nicht. Und da ich noch ein Batita di Coco habe, hauen wir noch jeweils 25 Milliliter vom Batita di Coco auch noch mit rein. Und dann Ananassaft, nehmen wir jetzt einmal ca. 75. Und wenn das Zeug geil schmeckt, muss ich mir das Video selber ganz genau nochmal angucken und das Rezept aufschreiben. Weil das ist ja noch nirgends geschrieben. Da habe ich jetzt meinen Löffel hin. Der flurtige Hennerkett, wo ist mein Löffel hin? Bin jetzt deppert. Oh, da ist er. Schön bis oben mit oder kurz verrannt mit Ananas auffüllen. Kann man machen, muss man nicht, aber ich habe es jetzt gerade noch so übrig. So. Tja. Fertig ist meine eigene Kreation und jetzt bitten wir meinen Besuch hierher. Den Stefan von Stefans Grillecke und dann verkosten wir das Teil. Ja, gerinnt es. Soll so aussehen. Ja, macht nichts. Sollte man relativ schnell servieren. Man kann auch noch ein bisschen umrühren. Nächster Ananas. Löffel dann, um die Ananasstückchen rauszulöffeln. Und ich würde mal sagen, probieren wir mal diese Mischung, Eigenkreation. Und mein Schrauben ist schon dicht. Ja. Ich würde sagen, yummy. Ja. Definitiv Eigenkompost. Komposition. Eigenkomposition. Also mit dem Wort habe ich es echt. Ja. Sehr lecker. Sehr ananaslastig, so soll es sein. Malibu kommt auch schön durch. Das ist mal richtig geil. Ja. Ja. Wir lassen uns die jetzt schmecken. Probiert es aus, macht es selber. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Servus. Daumen nach oben nicht vergessen. Freundliches Kommentar und ein Abo.